Howdy and welcome to Barbecue Leaks. Ja, wieder zum Kurzvideo. Abend ist Filme, ne? Ja, Tiefseeskallops, sprich Jakobsmuscheln. Ja, einfach in der Pfanne, bitte ein bisschen Olivenöl, bisschen Orangenpfeffer. Wir machen es ja nicht so heiß, das Olivenöl, also kann auch der Pfeffer nicht verbrennen. Ja, und dazu gibt es einen geilen Salat von meiner Frau. Ja, also ein abgewandelter Meeresfrüchtesalat. Kurzes Essen, kurzes Video, guckt einfach zu, Hunger machen, Ideen bringen, das ist alles. Auf! Gute Geschichte, ein bisschen Olivenöl drin, ein bisschen Orangenpfeffer. Wir machen es ja nicht so heiß, also kann ich auch nicht verbrennen. Man hört, es zischt ein bisschen, aber nicht viel. Passt schon. Dabei bleibt. Mal kurz Ofenusbein lassen oder Opa, der Restaurant, wie immer es nennt. Umdrehen, dann hole ich euch wieder zu. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, so irgendwie 2-3 Minuten sind rum. Mal drehen. Ja, leicht Restaurant. Passt. Hier ist jetzt der Teller, kein Chichi, kein sonst irgendwas. Der Salat von meiner Frau mit Tomate und Mais und Gurke und wie auch immer, Kopfsalat. Jo, und da ein paar Jakobsmuscheln. Passt. Denn tue ich mir jetzt erstmal zu Gemüte führen als Abendessen. Und dann gibt's noch. Jo, dieselbe Pfanne, immer noch das Orangenpfeffer drin. Aber wenn ihr hier die Löffel seht, das ist ein anderes Video. Da habe ich aus ein paar 20 Liter 7 Tage lang Schü gekocht. Und ihr seht, es geht kaum ab. Das ist wie Teer. Da ist jetzt von 20 Liter, sagen wir mal, sind ungefähr ein Dreiviertel Liter Klipper übersprühen. Den jetzt hier ins Öl einreiben. Noch ein bisschen Olivenöl dazu. Und da werden die nächsten Muscheln mal gegart. Mit dem richtigen Wow-Effekt, hoffe ich mal. Ich hole euch dazu, nachdem ich den ersten Teller gegessen habe. Für die zweite Fuhre Scallops Jakobsmuschel habe ich jetzt hier auf 160 Grad. Das ist das Schöne bei der Induktionsplatte. Ja, 160 Grad wird mit dem Olivenöl nicht viel passieren. Eingestellt. Und ihr seht, auch mit dem Öl, man kriegt die Chü, Grundsoße, eingedickte, wie auch immer, kaum ab. Also das ist wirklich Essenz hoch 10. Es gibt wahrscheinlich irgendwie einen ganz anderen Geschmack, wie es gewohnt ist. Aber da ich ja mit der ganzen Fisch, Muschel, Meeresfische, wie auch immer, Grillerei erst anfange, ist mir jetzt relativ gut. Wenn es nicht schmeckt, dann wird es nur mehr gewürgt. Ihr seht mir lieber der Morgen verringt, als ein Bettwasch schenkt. Ja, gerade ein bisschen aufbraten, immer wieder damit wieder hießen. Das ist jetzt die zweite Fuhre. Hier hinten noch ein bisschen von dem ungerösteten Grundsoße vor, Chü, wie auch immer. Ja, die Restaromen habe ich natürlich nicht hinbekommen wie beim Steak. Ist ja auch überhaupt nicht gefordert oder muss nicht sein. Klar, die sind ja eh schon butterweich, die Meeresbewohner. Und da ein bisschen von dem Ding drauf. Sau heiß, ich probiere trotzdem mal. Geile Sache. Mal noch einen Geschmack, passt. Das war wieder. Erstmal runterschlucken. Das war jetzt einfach wieder ein kurzes Abendessen-Video. Ich weiß nicht, ob ich es zusammenschneide, sprich veröffentliche, aber ich habe mir gedacht, wenn die Cam eh da oben steht und das Stativ, du sollst halt einfach mal filmen und guckst mal, was draus wird. Das wiederum, das Gericht. Mir schmeckt's, passt. Vielleicht gibt es für eine andere Idee, auch mal die Muscheln anders zuzubereiten. Das nächste Mal wahrscheinlich wieder was auf dem Grill. Aber heute Abend, auf die Schnelle, war die Pfanne geschissen gut. Das war's. Schöne Woche noch. So long, Markus.